Hallo Leute, zurück zu der neuen Folge Dying Light, der mittlerweile schon 6. Folge jetzt. Ist ja richtig schnell gegangen, muss ich sagen. Und ich muss sagen, ich komme immer noch nicht so klar mit dem Game. Ich weiß es nicht, liegt es an der Steuerung oder was, aber irgendwie, vielleicht weil es einfach anders ist. Aber wir schauen uns auf jeden Fall noch ein bisschen an. Schau, vielleicht wird es jetzt irgendwann mal ein bisschen besser. Ich finde es auch extrem, was ich auch cool finde irgendwo, aber extrem bedrückend, das Spiel. Extrem krasse Atmosphäre. Und schon irgendwie cool gemacht. Aber wir schauen auf jeden Fall weiter an. Wenn es euch da ein bisschen gefällt, würde ich mich sehr, sehr über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder auch Abo schreiben. Oder schreibt mir rüber rein, was ich besser machen kann. Mit den Dietrichen zum Beispiel komme ich überhaupt noch nicht klar. So, Sicherheitszone wird betreten. Okay. Schauen wir doch mal. Drücken wir uns, um die Lobby aufzubauen an Spieler. Nee, wir wollen keinen Koop-Modus spielen. Dazu bin ich zu schlecht. Dann fahren wir doch mal hoch. Er sagt jedenfalls, dass ich hier hochfahren sollte. Brackens Mission ist anscheinend gescheitert. Jade hat eine Versammlung im Turm einberufen. Eine gute Gelegenheit für mich, Bracken endlich kennenzulernen und seine Identität zu bestätigen. Mal gespannt, ob wir ihn überhaupt kennenlernen oder ob er sich noch bedeckt hält. So, okay. Treffen Sie sich im Turm mit Bracken. Und 90, das müsste ja eigentlich hier sein. Rain. Hör zu, Bracken und sein Kurierteam wollten gestern Nacht Pakete bergen. Beißer haben das Team dezimiert. Dann sind Rais Leute aufgetaucht, haben ihn verprügelt und das Zeug geklaut. Jetzt will Bracken die nächste Lieferung selbst holen. Das ist etwas, was wir verhindern müssen. Unterstütze mich, okay? Nochmal. Du kannst ja kaum gerade auslaufen. Wir brauchen dich lebend, du Idiot. Okay, wir gehen rein. Gib dich zuversichtlich. Bracken? Lena? Vielleicht kannst du es ihm ausreden. Jade, wen hast du dabei? Kyle Crane. Hör mal, Bracken, du solltest da wirklich nicht wieder rausgehen. Wir finden einen anderen Weg, ohne dein Leben zu riskieren. Stimmt's, Crane? Ich gehe. Ich mach's. Genau, ja. Crane kann gehen. Er macht das gerne. Himmel. Nichts für ungut. Aber du bist ein Grünschnabel. Du kannst nicht... Crane schafft das. Er weiß, wo er hin muss. Lena hat recht. Du solltest hierbleiben und dich um den Turm kümmern. Ihnen klar machen, dass die Welt nicht am Ende ist. Vielleicht sollten wir es nochmal versuchen, ehe wir zu Rice gehen. Ja, in Ordnung. Gut. Viel Glück, Crane. Jade, auf ein Wort? Klar. Brich zum Kessel auf. Ich melde mich dann. Passen Sie auf. Da wäre auch noch etwas anderes. Brackens Verletzung ist ziemlich ernst. Ernster, als er es die Leute wissen lassen will. Er ist am Kopf getroffen worden und seitdem hat er Krampfanfälle. Und ich habe keinen Loratrax. Das hat wohl niemand mehr. Als die Seuche ausbrach, wurden Krampflöser wie Bonbons verteilt. Es gibt schon seit Wochen keine mehr. Ja, das stimmt. Woher wusstest du das? Was soll ich machen, Lena? In der Stadt gibt es einen Mann namens Ghazi. Er hat sie allerdings nicht, alle beisammen. Seine Mutter hatte Epilepsie und er hat jeden Monat ihre Arznei abgeholt. Sie starb, vor 2 Jahren. Aber Ghazi tauchte weiter in der Apotheke auf, um das Mittel abzuholen. Ghazi braucht seine Routine. Er kann da sehr beharrlich sein. Also hat er es bekommen. Du vermutest, er hat das Zeug gehortet? Falls nicht, weiß ich nicht, woher wir sonst welches bekommen sollen. Ja, sie lebt in der Unterführung und erwähne den Tod seiner Mutter nicht. Er würde das nicht verstehen. Ah, okay. Belohnungen. 3500 Punkte, $500. Champion, Mittel... Schwierigkeitsgrad, Mittel. Okay, kontaktiere Gray. Aber hier kann man doch Quests annehmen, oder?
Tapperkeit, dann dieser fast im Arsch. Kann ich die nicht zerlegen? R3. Nee, L3. Ja. Tapperkeit 0, okay, die ist auch im Arsch. Rotzange, okay, die ist gut. Bälle haben wir. Batterien tun wir mal rüber. Medikit tun wir eins rüber. Okay. So. Aber kann man anscheinend noch Quests annehmen oder sowas? Hat der hier was? Misut? Ich frage mich, was Davut noch so alles in seinem Geschäft hat. Ich bin mir sicher, dass wir einiges davon gut gebrauchen könnten. Gute Arbeit, 31, Crane, richtig? Hey, hast du Ersatzschlüssel für 202? Was ist denn los? Drin ist was faul und die Tür ist abgeschlossen. Kann man nichts kaufen? Handeln. Boah, ist ja teuer. Okay, das ist ein bisschen zu teuer, der Kamerad. Gehen wir nochmal runter, vielleicht können wir da unten irgendwas kaufen. Da die meisten Kuriere außer Gefecht sind, möchte Bracken, dass die Späher die Kurierarbeit erledigen. Somit betrifft es auch mich. Wir sollen die GRE-Pakete holen, die kurz vor Sonnenuntergang abgeworfen werden. Jade soll mich einweisen und das wird wohl unangenehm für uns beide werden. Ah, er ist praktisch, tut praktisch Bericht erstatten in den Ladezeiten, alles klar. So, okay. Schauen wir doch mal, ob wir hier nicht irgendwie was kaufen können. 3 Monate. Wann lassen wir uns endlich hier raus? Hier wird nüscht. Hey, ich hätte da ein Schnäppchen für. Ja, was hast du? Oh, Schnäppchen. Oh, das sehe ich, was du für Schnäppchen hast. Ich habe doch vorher 500 Bargeld bekommen. Wo ist denn das jetzt hin? Dich. Warum habe ich denn das jetzt nicht bekommen? Achso, das bekomme ich, wenn ich. Sie halten. Ach so, okay, Champion. Grip-Paket, okay. Schlafen nicht verfügbar? Manchmal überkommen mich diese Gedanken, dass da draußen nichts mehr existiert. Okay, ich muss raus hier. Raus. Was hat denn der hier? Quartiermeister. Ah. Okay, das kostet mich jetzt nichts anscheinend. Nehmen wir doch mit. Nehmen wir auch mit. Okay. Können wir einen neuen Gegenstand herstellen? Was kann ich denn herstellen? Entwürfe. Dietrich. Okay.
das hier? Glasrohr. Kontaktieren Sie Gray. Okay, dann schau doch mal, wo der ist. Der ist eh hier unten gleich, also ist eh nicht so weit weg. Dann können wir gleich hier rüber. 20 Schmiede. Neue Wendigkeitsstufe. Ach, was mache ich denn? Nutzen Sie die Bewegung angreifender Feinde, um sie herumzustellen. Wenn der Gegner anstürmt, drücken Sie X und wählen die Richtung. Machen wir doch mal. Crane hier. Bericht. Der Turmboss heißt Bracken und ist definitiv nicht euer Mann. Der andere Hauptverdächtige ist eine Art Warlord. Ein Typ von hier nennt sich Raiz. Er hortet Antizin und verkauft es zu horrenden Preisen. Man hat mich damit beauftragt, das abgeworfene Antizin zu bergen. Schaffe ich das nicht, müssen Sie sich was anderes einfallen lassen. Bestätigt. Sie machen Ihre Sache gut, Crane. Setzen Sie die Mission fort und geben Sie uns Zeit zum Nachdenken. Melden Sie sich, sobald Sie Antizin finden. Schau mal. Hä? Oh, ein Riesengebiet, hä? Wo muss ich denn hier hin? Alter, ist das groß. Alter. Ein ganz schön Weg vor mir. Kann ich hier nicht hin teleportieren? Denn du? Bitte, hilf mir! Hey! Der im Haus da drin, oder was? Verdammt doch mal, hilf mir, um Himmels Willen! Alles oder was? Alter Schwede, ey. Na, wenigstens ein paar Dollarschienen bekommen. Jetzt müssen wir mal hier rüber, glaube ich. Ah!
Okay, können wir denn die Zange reparieren? Haben wir noch? Scheiße, wir haben kein Metall mehr. Teile. Okay. Kann ich ein Medikit nehmen? Ah, okay. Suchen Sie nach der Abwurfstelle im Kesselgebiet.
Jade, nähere mich der Abwurfstelle. Gut. Such dir einen Unterschlupf und warte. Die meisten Pakete landen genau in diesem Bereich. Alle Kippen dabei haben. Sicherheitszone, geil. Ist ja schon mal sehr nice. Schlaf nicht verfügbar? Scheint es aber sauber zu sein. Machen wir die Dinge hier an. So, was soll ich jetzt hier machen? Soll ich jetzt hier warten oder was? Gesagt haben sie ja. Ich sollte hier warten. Und da ist eine Kiste. Sieht intakt aus. Mal sehen, was drin ist. Könnte sie sein, oder? Na klar, nix drin. Hast du es gesehen? Ja, zwei Pakete. Wir sind leider woanders gelandet, aber du bist ganz in der...
da bei den Kisten sein. Okay. Gut, Leute, ich würde sagen, wir machen es aber in der nächsten Folge weiter und schauen, ob wir zu den Kisten hinkommen. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Und bis dahin, viel Spaß. Ciao, ciao.